Wer sind Sie und wieso die Zahnmedizin? Ja, also ich bin Alexander Müller. Ich bin 35 Jahre alt und habe eine Zahnarztpraxis hier in Schriesheim. Seit mittlerweile 1,5 Jahren, genau, familiär geprägt, wie Sie schon gesagt haben. Bin im Grunde genommen 2014 hier eingestiegen, war dann zwischendurch mal weg und habe mich dann doch dazu entschieden, wieder, das ist ja auch immer ein großer Schritt, zu sagen: Gut, ich bleibe hier und übernehme diese Praxis. Genau, das habe ich 2021 gemacht, am 1. Januar. Und mittlerweile, wie die Zeit verfliegt, sind es jetzt schon 1,5 Jahre. Und ja, der Laden steht immer noch. Ich bin dazu gekommen, weil, also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich war nicht der Typ, der mit 14, 15 gesagt hat, ich weiß definitiv, was ich machen will. Ich habe jahrelang Leistungssport gemacht, von daher war das so die höchste Priorität damals bei mir im Kopf. Man hat die Schule nebenher gehabt, hat trainiert und irgendwann kam dann die Bundeswehrzeit dazu und man sagt hat, gut, ich habe jetzt nochmal ein Jahr, wo ich mir sozusagen Gedanken machen kann, was ich machen möchte. Nach dem Jahr wusste man immer noch nicht so 100%, wo es hingeht. Dadurch, dass mein Vater Zahnarzt war, steht man natürlich generell immer in engem Kontakt zu dem Berufszweig. Viele Zahnärzte machen sich selbstständig, und das lief in dem Berufszweig oder läuft in dem Berufszweig eigentlich ganz gut.